Das schaut ganz gut aus, glaube ich, gell? Spider-Man! Oh, die kommt hoch! Lüll. Vater Karas, Dankeschön für 15 Monate und Crazy Sam, auch an dich ein ganz liebes Dankeschön für 4 Monate. Oh Gott, wie dämlich ihr seid. Okay, hier kommen wir nicht runter. Ich baue uns mal hier ein schönes Treppchen nach unten, wa? In die nächste Höhle rein. Ja, guten Tag. Hier ist schon mal Eisen. Boah, alter Lecks sind jetzt nicht gut. Alter. Bist du bescheuert oder was? Boah. Ich hab mich gerade erschrocken. Ich wette, er findet nicht mehr zurück. Nee, natürlich nicht. Natürlich finde ich nicht mehr zurück. Was ist mit dir? Ich gebe euch dann Vollmacht. Und ihr dürft dann mein Haus verkaufen, wenn ihr wollt. Die 50 Euro könnt ihr gerne unter euch aufteilen. Ich mache die Fackeln übrigens immer auf dem Boden, ne? Das ist so ein Insider-Tipp. Dass ich wieder leichter zurückfinde. So eisentechnisch, muss ich sagen. Oh! Ich hasse sie so sehr, ne? Aushält. Natürlich. Natürlich. Nein, die XP-Points, die klaust du mir nicht, mein Freund. Das sind meine. Das war ziemlich groß hier, ne? Das ist sehr groß sogar. Gefällt mir, gefällt mir. Genau das habe ich gesucht. Endlich gefahren, endlich haben wir was gefunden. Finde ich nice. Lord Xeanon, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Schankedön. Toxi, gute Nacht, schlaf gut. Bis morgen Abend. Hoffentlich. Mach's gut. Oh, ich glaube, hier kommen wir in die Schlucht, kann das sein? Was war das? Creeper? Da ist Gold. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier kommen wir tatsächlich in die Schlucht rein. Das ist nicht schlecht. Ich hätte aber vielleicht doch ein bisschen Gold mitnehmen sollen. Ach, Gold sage ich schon. Nee, ein bisschen, ich hätte vielleicht doch ein bisschen Kohle mitnehmen sollen, weil wir brauchen gleich Fackeln und wir haben keine mehr. Nicht so gut.
Nicht so gut. Da unten ist ein Creepermann, aber den können wir da getrost erstmal warten lassen. Hoffe ich. Okay. Alright. So, ich wollte hier eigentlich zubauen. Weil... Warte mal. So, jetzt können wir. Haben die Creeper eigentlich schon immer? Haben wir genug Kohle? Ach, wir haben 39 Kohle. Ja, easy, okay. Ich habe nichts gesagt. Haben die Creeper eigentlich schon immer Geräusche beim Laufen gemacht? Irgendwie ist mir das neu. Kann mich irgendwie nicht dran erinnern, dass die Creeper mal Geräusche gemacht haben beim Laufen. Du bist asynchron zu deiner Cam. Aber wirklich nur ein paar Millisekunden. Dass das so krass auffällt, kann eigentlich nicht sein. Ja, oder mal F5. Ja, oder mal F5 drücken, einmal kurz neu laden und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Ja, ja, ist der Sinn vom Creeper, ist klar, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der früher Geräusche beim Laufen gemacht hat. Ich dachte immer, der hat keine Laufgeräusche gemacht. Deswegen hat es mich jetzt gerade ein bisschen gewundert, dass wir gerade Laufgeräusche hatten. Oder Alt F4. Gerne auch Alt F4, ja. Ja, doch, Eisen haben wir schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir. Ui, gefährlich. Das ist ein ganz gefährliches Loch von da oben, gell? Was ist hier? Das ist nichts. Die Musik ist zu Ende, merke ich gerade. Grüß Gott, kleine Spinne. So. James, ich erbitte ein bisschen Musik. James, James, ich brauche Musik zu meinem Spiel, bitte. James. James, bist du noch da? James! James, bitte! James, bitte mach Musik! Guck ihn dir doch an! Kleines, mieses Schwein. Steht er da plötzlich in der Ecke und guckt mich an. Okay, wir gucken mal, dass wir uns so langsam aber sicher in Richtung der Schlucht bewegen. Du bist so hässlich. Oh. Also, äußerlich. Habe ja gerade schon mal gesagt, innerlich bist du vielleicht ein total schnaffter Boy. Ne? Das weiß ich natürlich nicht. Aber das, also ich wollte jetzt nicht, dass du, ne? Das wollte ich jetzt nicht. Kollege. Au. Wieder drei Creeper da hinten, das ist echt krass. Diese Fledermäuse, ne? Ich sehe aus wie ein Creeper. Ich rief wie ein Creeper. Okay, der hat 4 Hits ausgehalten. Nice. Krasser Typ, ey. Heftsch. Richtig heftsch. Aber hier ist wieder nur Eisen, ne? Das ist nicht schön. Da ist ein bisschen Jolt, aber das war er noch schon wieder, nicht?
wie sind, wo sind wir denn gerade auf welcher Höhe? Wir sind gerade auf Höhe 30 erst. Ja, das ist aber auch noch nicht wirklich tief, ne? Schieben wir das Gold noch mit. Was trifft momentan mehr deinen Geschmack? Minecraft oder Creativerse? Ganz klar Minecraft. Creativerse macht Spaß, weil Creativerse mit dem Erik halt ist, ne? Weil Let's Plays mit dem Erik immer mega Spaß machen. Also LPTs mit Erik allgemein machen immer Spaß. Aber so vom Style her muss ich sagen, Minecraft ist da einfach für mich immer noch das Nonplusultra. Für mich persönlich, ne? Das ist immer persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er möchte. Ja, das Lied, ja! Invite only, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ich danke dir vielmals. Und Mephisto357, Dankeschön für 9 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Und Cobra11345, vielen, vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. So, Mr. Creeper Man. Wieder 3 Hits, das Schwein. 4 meine ich. Zwinker, wenn du vertraglich verpflichtet wurdest, das zu sagen. Ja, auf Hytale freue ich mich auch sehr. Auf Hytale freue ich mich auch sehr, aber wie gesagt, durch die Geschichte mit diesem Großpublisher da von mit Riot Games und so, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, was Hytale angeht. Aber ja, mal abwarten. Mal abwarten. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch drauf. Aber ja. Ja, mal gucken. Mal sehen, nicht? Mal sehen. Mal sehen. Mal gucken, ob ich hier noch. Ne, aber da oben ist nichts mehr, glaube ich. Außer Eisen, aber da brauchen wir nicht. Und was genau ist mit dir jetzt? Wo kommst du her? Okay. Keine Ahnung. The Last Prussian, danke schön nochmal für 3 Euro, für weitere 3 Euro. Kennst du diese Schweizer Schokolade? Ich glaube, sie heißt Tobirone. Nochmal? Oder hast du das nochmal reingepostet gehabt, wahrscheinlich, ne? Hast du das nochmal reingeschrieben, weil das vorhin nicht beim ersten Mal durchkam, oder was? Stein. Ah, Toblerone, oder? Wäre wieder geil. Riot Games ist bekannt dafür, seinen Creatoren relativ freie Hand zu geben. Ja, dann ist ja gut, ne? Wie gesagt, ich bin nur trotzdem vorsichtig. Weil, ja, keine Ahnung. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn du so ein vermeintliches, wenn du so ein vermeintliches, Free-to-Play, wenn du so ein vermeintliches Indie-Projekt hast und dann kommt da so ein großer Publisher mit dazu. Ja, bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, ich kenne Riot Games zu wenig dafür, um jetzt da irgendwie Kritik üben zu können. Wie gesagt, ich sage nur, dass ich halt vorsichtiger geworden bin. Nicht? Warum macht das hier so komische? Was ist das? Hä? Du bist so hässlich. Mhm.
Ja, das mit Rocket League weiß ich. Das mit Rocket League weiß ich. Zocke ich auch zwischen mit Kollegen am Wochenende immer noch sehr, sehr gerne. Muss ich sagen. Zocke ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne. Der Ruff 90, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Biber 1419, ich danke dir vielmals für 2 Monate Prime. Dankeschön. So, ich hoffe, da unten drunter ist, nein. Oh, da war ein Creeper. Oh, guten Morgen. Schönen guten Tag, Herr Nachbar, wie geht es Ihnen? Ich glaube, Sie sterben gleich. Scheiße. Wenn man mit einem Clown die Beziehung beendet, ist dann Schluss mit lustig. Alter. Good Lord. What's wrong with this boy? Das unterlassen Sie mal bitte. Warum wächst hier unten Gras? What the hell? Guck mal, ob hier noch. Hier ist auch wieder nichts, ne? Wir sind jetzt auch wahrscheinlich wieder höher als vorher. Na, wir sind auf der gleichen Höhe. Höhe 28, das ist halt echt. Boah! Alter! Sind Sie des Wahnsinns, junger Mann? Ihr seid jetzt nicht die hellsten, gell? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein! Nein! Boah, die ist down. I am the Witch Slayer. Ihr Schweine. Okay, ist hier jemand? Hier ist niemand. Was hat die jetzt eigentlich gerade gedroppt? Zucker? Die Hexe hatte wohl Diabetes, wa? Hey! Schönen guten Tag! Bei Dry ist wieder eine Sicherung raus. Ja, das passiert öfter mal. Einfach mal einen gegenjallern, dann passt das schon wieder. Alter, was? Wie viel hältst du Kack-Creeper eigentlich aus? Wow. Das ist schon eine große Höhle hier. Beziehungsweise. Wieso kam da jetzt nichts raus? Papa? Ich muss mal kurz meinen Beutel hier aufstellen. Bimbo. Bingo Beugelin. Wie heißt der nochmal? Bilbo. Heißt der Bilbo? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich pack mal das da rein und den ganzen Unrat hier, die Kohle. Wir müssen ein paar Fackeln machen. Bilbo Beutelin. Ja, ja, genau, genau, genau. Warum wäscht eine Blondine ihr Shampoo? Wäscht eine Blondine ihr Shampoo? Weil drauf steht, dusch das. Okay. Dry-Tick ist wirklich gut drauf heute wieder. Ja, was mache ich denn jetzt mit einem Zucker? Was ist das denn für ein Schwachsinn, ey? Ja. Okay, warte.
So, das reicht erstmal. Perfekt. Dann nehmen wir die Dinge hier auch wieder. Oh, ich dachte schon, das ist jetzt weg. Irgendwie dachte ich gerade, dass die Sachen sind weg. Pass auf, ich lasse euch jetzt mal kurz mit dem Dry Tiger alleine. Weil ich mir nochmal schnell was Kaltes zu trinken holen gehe. Es ist so schweinewarm gerade. Mir ist echt warm. Ja, diese Höhle ist ganz schön groß, ne? Heftsch. Ist richtig heftsch. So big. Kappa. Oh mein Gott. 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 Boah! Elendes Creeper-Schwein. Puh. Boah, wie ekelhaft. Na klar. Willst du mich doch verarschen? Hui. Boah. Was war denn da los? Alter. Boah. Heftig krasse Nummer. Freunde, das hätte auch in der Hose gehen können, du. Leck mich doch am Arsch. Junge, Junge, Junge. Hä, willst du mich verarschen? Schwein. Alter Vater. Ich hab mein Leben gerade schon an mir vorbeilaufen sehen, wa? Ich dachte schon, jetzt ist es um mich geschehen. Puh. So. Nummer. Warte mal, wie viel haben wir? Immer noch Höhe 30. Das ist aber nicht so geil. Na klar. Na klar. Kippt eh, na kommt nichts weh, weißt du? Nein. Hier. Drütür, schlaf gut, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. So. Oh, ich dachte gerade schon, das ist ein Creeper, Mann. Okay, 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 okay. Die Three Stooges. Ich sehe schon. Hier ist Partey. Morgen ist, ja, morgen auch 20 Uhr, 20.30 Uhr, wie immer. The same procedure as every day. Guck mal, den Creeper komme ich nicht ran, oder was? Meine Güte, gibt's da gar nicht. Was ist denn hier los, Freunde? Sehr gut. Toll. Arschloch. Was da manche nicht aushalten, ne? Das ist echt krass. Hm. Welche Höhe?
40, okay, wir sind wieder ein bisschen hochgekommen. Trinity, was ist los? Hier ist irgendwo ein Skelett. Schwein, Mann. Ja, mit Kohle kann man einen hier echt totschmeißen, ne? Aber irgendwie... Die Rüstung ist gleich kaputt. Oh. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Danke für den Hinweis auf jeden Fall, aber das ist nicht gut.